Jetzt sieht er mich mit der Gitarre hier. Aber in allererster Linie bin ich ein Anbeter. Und gerade habe ich ein wunderschönes Lied bekommen. So, ich habe gebetet für unser Land. Ich habe gebetet für unsere Stadt. Ich habe gebetet für all die Kranken und für all die Menschen, die jetzt wirklich herausgefordert sind, die ihren Job verloren haben. Ja, und da kam mir irgendwie dieses Lied hier. Kostbarer Jesus, ich bete dich an, ich bete dich an für immer. Kostbarer Jesus, ich bete dich an, ich bete dich an für immer. Du bist heilig, du bist mächtig, du bist würdig, Jesus. Kostbarer Jesus, ich bete dich an, ich bete dich an. Für immer, kostbarer Jesus, ich bete dich an, ich bete dich an, für immer. Du bist Herr, du bist würdig, du bist König für immer, du bist mächtig und hoch erhaben. Jesus, wo ist solch ein Gott, wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünden erlässt und vergibt die Schuld seines Volkes. Kostbarer Jesus, ich bin dich an, ich bete dich an für immer. Kostbarer Jesus, ich bete dich an, ich bete dich an für immer. Und zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, sei erhoben über unserem Land, sei erhoben über diese Stadt, sei erhoben über deinem Volk in Deutschland und den Nationen. König von Israel, König der Juden, dein Name, Jesus ist dein Name, Jesus ist dein Name und du lebst, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Ja, Jesus lebt. Jesus lebt und er hat dich und mich und alle Menschen geschaffen. Wir sind geschaffen durch sein mächtiges Wort, wir sind geschaffen durch seinen Willen. Alle Tage unseres Lebens sind in seinem Buch geschrieben, das Wort Gottes. So sagt es der Psalm 139, alle Tage, die da waren, die da sind und die da sein werden. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, er ist ein wunderbarer Gott. Meine Theologie ist sehr, sehr einfach. Gott ist Liebe. 1. Johannes, Kapitel 5. Gott ist Liebe und die Liebe wird siegen. Die Liebe hat gesiegt am Kreuz von Golgatha. Die Liebe Gottes, die stärker ist als der Tod.
Und diese Liebe Gottes zu erfahren, das ist etwas Wunderbares. Und es ist sehr einfach. Es ist sehr einfach, die Liebe Gottes zu erfahren. Wie geht das? Man demütigt sich, man erkennt an, dass es einen Schöpfer gibt, dass es den einzigen Schöpfer gibt, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und man bekennt, dass man ein sündiger Mensch ist. Der ist man. Da braucht man gar nicht lange darüber nachzudenken. Aber da gibt es auch Hoffnung für Vergebung, für Erlösung. Und dies begründet in dem Kreuzestod Jesu und in seiner Auferstehung. Und jeder, der seinen Namen anruft, der wird gerettet und der bekommt dieses neue Leben und der bekommt diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Dieser Friede, der niemals vergeht. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du das tust. Und dann wird dein ganzes Leben nicht nur ein Lied, sondern dann wird dein ganzes Leben eine Anbetung sein zur Ehre des Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott segne dich.